Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielmodus auf meinem Kanal. Wir spielen Skywars auf dem Alskalta-Server. Ja, ich habe den Spielmodus schon sehr häufig auf anderen Kanälen gesehen und habe gemerkt bei vielen Leuten, dass das sehr beliebt ist. Und da dachte ich mir, komm, suchst du mal einen Server, wo du das drauf spielen kannst. Und da ist mir Alskalta in die Finger gekommen. Und wie ihr eventuell mitbekommen habt, hat sich jetzt der Upload-Plan bei mir geändert. Um 12 Uhr gibt es immer ein Let's Play von irgendeinem Spiel. Und um 15 Uhr gibt es Pistenhaus. Und um 18 Uhr gibt es eine Runde PvP. Das heißt, dieses Video kommt um 18 Uhr. Müsste eigentlich kommen, es sei denn, mein Internet ist wieder viel zu schlecht. Und ja, ich probiere mich heute mal an Skywars. Falls ihr mal auch noch andere Spielmodi habt, dann schreibt mir die natürlich in die Comments. Und ja, schauen wir einfach mal, was denn so hier gerissen werden kann von uns. Ich habe gerade eben eine Testrunde gemacht, damit ich so ein bisschen in das Spiel reinkomme. Habe diese auch gewonnen. Aber es sieht nicht so gut aus mit meinem Equip. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal gegen die Gegner zu gewinnen, um mir da so ein bisschen Zeugs zu holen. Ja, der ist auf jeden Fall einer. Der hat auf jeden Fall besseres Equip als ich. Deswegen muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall einen schönen Vorteil gegen ihn raushaue. Und er baut sich ziemlich hoch. Höher als ich. Und er hat ein Diamantschwert. Es kann problematisch werden. So. Aber mal schauen, was wir da so reißen können. Nice wäre es natürlich, wenn wir ihn runterhauen würden. Aber ich glaube nicht, dass wir das so einfach hinbekommen werden. Ich versuche, den mal aus dem richtigen Winkel zu treffen. So, guten Tag. Und jetzt gehen wir rüber und hauen ihn runter. Nice, gut, dann haben wir das schon mal geschafft. So ist der down und hier ein wenig runter. Und mal schauen, was unser Gegner denn so hat. Oh, da kommt direkt der Nächste. Oh, das ist ja richtig krasse Action am Stissel. Ich habe noch keine Brustplatte, deswegen haue ich mir die direkt mal rein. Da ist ein Spieler. Ich probiere mal was aus. Nein, probiere ich nicht. Ich muss ihn auf jeden Fall runterkicken. Wenn er runterkommen sollte. Schauen wir mal, wo der denn so ist. Lass uns da mal hochbauen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, ihn tricky da runterzuschubsen. Ich meine, wäre schon cool, wenn wir das so schaffen würden. Wo ist der Boy? Muss hier irgendwo sein. Da ist er. Nein. Da hat er mich erwischt. Schade. Gut. GG auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns mal in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Gucken wir mal, dass wir jetzt was reißen werden. Und vielleicht haben wir gutes Equip. Sieht nicht schlecht aus für den Anfang. Mal gucken, vielleicht kriegen wir doch mal was Besseres. Manchmal findet man auch ein paar Diamanten, aber irgendwie scheint mein Glück gerade nicht so vonstatten zu laufen. Ich nehme übrigens die Strings mit, also die Spinnenfäden für einen Bogen. So, das sieht schon mal besser aus. Ich craft mir direkt mal ein Crafting Table und dann haue ich hier mal eben das Zeug rein, mache mir ein Schwert und lege die Rüstung an und habe schon mal relativ gutes Equip. Es könnte besser sein, aber für den Anfang ist das eigentlich schon ziemlich nice. Ich gehe mal darüber, weil der baut sich schon in die Mitte. Ist in der Mitte irgendwas Besonderes? Ja, das sind Kisten. Oh, okay, dann nehme ich an, dass man da sich ordentlich Zeugs gönnen kann. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit, am Anfang in die Mitte zu gehen. Direkt. Aber ob das so gut ist, weiß man nicht. Ich überrasche den jetzt, pass auf. Hat der gesehen, dass ich da bin? Ich glaube nicht, oder? Hat er das gesehen? Warte. Er hat es nicht gesehen. Moment mal. Hi. Ah, nein. Please. Überraschung. Nice. Oh mein Gott, hat der Stuff. Dead Überraschung. Oh mein Gott. Den Trank haue ich mir erstmal rein. Mein. So lange, so viel Stärke, okay.
Das brauchen wir nicht, das auch nicht, das auch nicht. So viele Dias brauchen wir nicht. Regeneration nehme ich gerne, Feuerschutz auch. So, die Potion hauen wir uns dann alle rein, kurz bevor wir gegen jemanden... Alter, was ist hier für Zeugs? Feuerschutz brauche ich nicht wirklich. Schnelligkeit nehmen wir auch noch gerne. Ich sortiere mal ein bisschen mein Inventar. Bogen nehme ich gerne. Regeneration haben wir, glaube ich, auch hier. Nochmal ein bisschen Regeneration, obwohl ich das gerne behalten würde. Da nehme ich die Axt. Was hat der denn hier noch so drin gehabt? Diamanten, Pfeile, sehr, sehr schön. Also da haben wir den Jackpot, Leute. Den Jackpot haben wir. So, gönnen uns direkt mal die Dia-Brustplatte und die Dia-Schuhe. So, und schauen einmal, ob hier nicht irgendwo die Konkurrenz lauert, aber wir scheinen hier ziemlich safe zu sein. So, hier noch ein paar Tränke. Ja, den Knopf wollte ich aktivieren. Oh, ist vielleicht hier irgendeine Redstone-Schaltung, die jetzt irgendwas aktiviert hat. Scheint nicht der Fall zu sein. So, was können wir noch auf die Leiste ziehen? Wie wäre es mit ein paar Steinen und eine Spitzhacke? Die lege ich mal auf 3. So, TNT brauchen wir nicht unbedingt. Und die bauen sich da erstmal ein wenig hoch. Gehe ich in die Mitte? Nein, ich baue mich mal rüber. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht irgendwie runter. Das wäre ziemlich ärgerlich. Oh, die fighten da. Darf ich mich da mal ein bisschen einmischen? Nein? Okay, dann eben nicht. So, da ist nichts Tolles. Ah, ich nehme das Brot mal mit. Ist auch nichts Tolles. Ich baue mich mal da mit hoch. Oder ich gehe mal hier runter und gucke, was hier noch so drin ist. Ein bisschen EP, aber brauche ich nicht. Okay, der Boy ist drüben. Schauen wir mal, was wir da so reißen können. Gefährlich wäre ein Bogenschütze in der Situation. Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt keiner mich hier runter snipet. So. Okay, er sieht nicht, dass ich hier mich rüberbaue. Ich hoffe mal, dass er mich nicht sieht. Wäre es schon ziemlich nice, wenn ich so assassinenmäßig ihm folgen könnte. Ey, der sieht mich echt nicht, ne? Tut mir leid, Boy. Das war's für dich. So, wie viele leben denn noch? Es leben nicht mehr viele. So, jumpen wir mal direkt hier rüber und plündern die Base, wenn hier noch irgendwas übrig ist. Ja, ein paar Pfeile. Pfeile ist schön. Pfeile is love. Pfeile is life. Damit kann man überleben. So, erstmal den Schalter aktivieren. Warum nicht? Und noch ein paar Ziegelsteine. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Leben nur noch 3 Leute. Ich nehme an, dass die sich da auf den ganzen Inseln gerade am Fighten sind. Und ich denke, dass mittlerweile jeder einen Bogen haben sollte. Also das setze ich jetzt schon voraus, wenn man schon so lange überlebt. Es lassen alle die Pfeile übrig. Warum? Pfeile ist doch... Ah, mit Bogen... Bei sowas ist das doch das Beste, was man haben kann. So, noch mehr Pfeile. Oh, der nächste ist tot. Es geht ja hier Schlag auf Schlag. Verstehe, Schlag auf Schlag, weil PvP mit einem Schwert, okay. Alles klar, hier ist nichts. Gehen wir weiter. Oder scheint einer einen risky Jump gemacht zu haben. Den möchte ich nicht unbedingt machen. Machen wir lieber noch so eine kleine Fährte. Ich will ja... möglichst sicher hier. Es wäre lustig, wenn ich die ganze Zeit hier rumbauen würde und dabei läuft einer gerade da rum und wir gehen die ganze Zeit auseinander. Das würde ich übelst feiern. Wenn man das so als Replay sehen könnte, dass da wir uns drumherum bauen. Ich könnte noch eine schöne Hose vertragen. Also eine komplett reine Eisenrüstung. Ich sehe da jemanden hüpfen. Der scheint Spaß zu haben. Hier ist sonst nichts. Hier ist noch was Eisen. Was macht der? Okay, der baut da einfach nur. Der zeigt seine Building Skills. Und hoffe, der hat keinen Bogen. Sieht nicht so aus, als ob er wirklich gut equipped sei. So. Nein! Nein! Oh, wie ärgerlich! Oh, das war jetzt richtig ärgerlich. GG. Na, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur letzten Runde. Oh, bis jetzt haben wir nur verloren. Aber Übung macht den Meister, Leute.
Ich gucke, dass ich in Zukunft da mal mich versuche, so ein bisschen zu verbessern und dass wir eventuell mal so eine Streak hinlegen können, wie viele Siege wir von 3 machen werden. Ich bin nicht so der YouTuber, der dann so lange aufnimmt, bis er mal eine Runde hat, in der er gewinnt und dann verscheiße ich irgendwie bei größten Projekten, weil ich eigentlich gar kein richtiger Pro bin, sondern nur die Runden hochlade, in denen ich gewonnen habe. Aber ich würde gerne etwas Holz haben. Sehr gut, habe ich. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich kein Holz bekommen würde. So, dann mache ich mir mal hier eben das Dia-Schwert. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Und ziehe mir meine Rüstung an. Habe ich keinen Helm? Habe ich echt keinen? Ich nehme mir meinen Lederhelm. Habe ich hier echt keinen Eisenhelm? Krass. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich von allem was gehabt hätte, aber war anscheinend nicht der Fall. Ich nehme mal den Amboss mit. Vielleicht können wir den auf einen Spieler irgendwie herabregnen lassen. Ich würde das übelst feiern. So, den hole ich mir. Weil ich gerade darauf Lust habe. So, hi. Was geht? Der versuchte mich runterzukicken, aber das wird ihm leider kein Erfolg sein. So, da, Dankeschön. Hattest du noch irgendwas Interessantes? Nö, ich glaube nicht. Doch, Pfeile. Alle Boys wollen ihre Pfeile in den Truhen lassen, was ich irgendwie für sinnlos empfinde, aber okay. Wen die unbedingt wollen. So, ich nutze den Bogen jetzt mal explizit und wirklich sehr häufig, weil ich halt der Bogenbaron bin. Es wäre mein ultimativer Traum, mal einen Typen mit einem Amboss zu killen. Das wäre echt super. Hauptsache, die erste Runde, in der ich teste, gewinne ich. Aber dann, wenn ich aufnehme, verliere ich. Ist schon ein bisschen bitter, ne? Aber nicht so bitter wie ein Bitter Lemon hier Produktplatzierung einblenden. Money, money. So. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt sollte man aufpassen. Ich glaube, jetzt sollte ich mich eigentlich schon nicht mehr einfach so rüberbauen, weil jetzt sollte eigentlich schon jeder einen Bogen haben. Aber mal schauen. Was hat der Boy noch hier in den Truhen? Das sieht nicht so aus, als ob der noch viel hätte. So. Okay. Okay. Schauen wir nochmal hier unten. So, okay, hier ist nichts. Den Amboss lasse ich jetzt mal drin. Ich nehme an, dass jede Kiste jetzt schon gelootet wurde. Ja, da ist nichts mehr übrig. Der hat auf jeden Fall einen Bogen. Das weiß man, der nimmt die Pfeile mit. So. Da ist einer. Okay, ich sneak jetzt mal. Vielleicht hat er mich nicht bemerkt. Ich mach mal eben F5. Sieht erstmal nicht so aus. Obwohl, er geht runter und sneakt. Das kann ein Zeichen sein, dass er denkt, dass ich ihn uns gegenseitig nicht gesehen haben. Ponydata, okay, go. Let's go. Du siehst, go. Er sneakt auf jeden Fall. Warum sneakt der? Oh, da oben ist einer. Abstauber? Abstauber? Was? Warum ist er so schnell gestorben? Warum ist er so schnell gestorben? Hat der irgendein krasses Kit? Er sortiert Items. Er sortiert. Jetzt geht er wieder runter. Der sortiert auf jeden Fall Items. So, komm. Intense Fighting. Ja, nice. Aussortieren, schnell. So, sehr schön. Habe ich auf jeden Fall. Ich mache mir hier unten mal schnell ein Crafting Table. Oder gleich 10 Stück. So. Brustplatte. Habe ich, perfekt. Habe ich hier irgendwo noch eine Hose, die gut ist? Okay, hier wäre ein Eisenbrustpanzer gewesen. Habe es ja erledigt. Pfeile hätte ich gerne noch. Falls hier welche rumliegen würden. Da ist noch ein Helm. Brauche ich nicht mehr. Sieht also eigentlich ziemlich gut aus. So. Würde ich sagen, geht's direkt weiter. Wo ist denn der nächste Boy? Da ist einer. Okay, da ist der runtergefallen.
So. Ich baue mich hier hoch. Ich weiß noch nicht, ob mein Gegner einen Bogen hat oder nicht. Sehen wir jetzt gleich eventuell. So. Drauf. Da unten ist er. Der Boy. Was riskiert der da? Der riskiert's richtig. Schaffen wir es mal mit einem Amboss vielleicht? Das wäre echt nice. Amboss Attack? Das würde ich so feiern. Oh. Oh. Abstand. Er baut Holz ab. Das heißen könnte, dass er hier versucht, mich von unten zu erwischen und den Low Ground auszunutzen. Ich versuche einfach mal hier sehr viel Platz zu schaffen. Wir sind die letzten beiden. Das heißt, ich kann ruhig alles auf diesen einen Kampf hier setzen. So. Boah, das wäre super, wenn ich jetzt wenigstens eine Runde gewinnen würde. Ist der jetzt die ganze Zeit noch immer da drin? Weil wenn das der Fall ist... Oha, okay. Da unten ist er. Ich mach mal... Oh, die Leaves gehen langsam weg. Er ist da auf jeden Fall. Habe ich ihn ja gerade gesehen? Oh, Spanning baut sich auf. Wer ist wo? Er ist auf jeden Fall da. Komm, Boy. Ich will hier Platz haben, dass ich meinen... Okay, da habe ich ihn gut erwischt. Baue mich jetzt eben hoch. Also, was heißt gut erwischt? Ich habe ihn einmal geschlagen, das war's aber auch. So. Oh, Intense Fighting. Was wird hier draus? Vielleicht kommt es jetzt darauf an, wer den Bogen hat. Das wäre natürlich ziemlich nice, wenn ich ihn da runter schießen könnte. Wenn er vergessen würde. Ah, nein, ich ziehe mich zurück. Und schieße jetzt mit dem Bogen auf dich. Haha, du hast keinen Bogen. Ja, er hat keinen Bogen. Muss ihn jetzt einfach nur gut treffen und dann... Ah, friss meinen Amboss. Friss meinen Amboss. Oh, hier, schnapp ihn hier noch. Bitte nicht. Bitte nicht. Nö, lol, habe ich jetzt gewonnen oder was ist hier los? Okay, anscheinend gab es einen kleinen Bug beim Gewinnen. Ich würde das einfach mal als Sieg empfinden. Ich hoffe, der Spielmodus hat euch gefallen. Schreibt mir das mal, bitte. Und ja, in der nächsten Woche gibt es dann genau die gleiche, also das gleiche PvP-Ding, also der Spielmodus, Spielmodus ist das Wort, gibt es dann genau in der am gleichen Tag in derselben Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir mal, wie ihr den Spielmodus findet, findet ihr gut oder nicht. Ich glaube, ich mache dann so eine Siegesserie zu 3 Wins in 3 Runden, also Sieg von 100% in jeder Runde. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. IP von dem Server ist in der Beschreibung, wenn ihr es selber spielen wollt. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage tschö, bis dann und man sieht sich!